Ruf dich und hol dir erst Holz. Machen wir. Ja, das ist der Forest Bug. Wenn man. Das ist, man stiehlt ab und zu einfach. Das ist ein The Forest Fehler. Ja, aber. Oder man ist so schlecht wie ich. Stirbt man auch ganz schön oft. Und dann leihen muss man diese beiden Wagen hier außen fällen auch ein paar Bäumchen. Warte kurz. Ich höre eine kurze Sekunde auf. Kann ich mal kurz die Tür zu? Geht gar nicht, ne? Kommt dieser Uisa nochmal wieder oder? Weiß ich nicht. Werden wir merken. Also er hatte auf jeden Fall. Oder vielleicht hat er auch Internetprobleme, keine Ahnung. Der hat Internetprobleme. Der Uisa, weil der ist ja getimeoutet. Ja, deshalb. Wird bestimmt wiederkommen. Doch, darf ich mir ja nehmen, da haben wir ja genug von. Nee, es ist strengstens verboten hier. Ah, zu großer Verlust. Ich weiß ja nicht, was es eigentlich so hart bringt, so viele Häuser zu bauen, aber irgendwie macht es Spaß. Ist so. Irgendwas zu tun. Ich finde, in der Forest hat man immer irgendwas zu tun. Ob Höhlen erforschen oder Sachen bauen. Vor allem, man kann so viele Basen bauen in der Forest. Weißt du? Eine Sache finde ich blöd daran jetzt. Es ging einfach zu schnell, die ganzen Sachen zu kriegen. Ja, weil das halt auch alle wussten, ne? Aber überleg mal, wir sind ja dafür gewascht, wir haben ja halt unsere Mauer fertig gebaut gehabt und dann sind wir direkt losgegangen, um das Katana zu holen. Beziehungsweise auch um die moderne Axt zu holen. So, danach, ein, zwei Tage später sind wir, nachdem wir wieder alle da waren, haben wir uns sofort die Taucherausrüstung und die anderen Äxte geholt. Also ja. Wir sind ja wirklich regelrecht dafür losgesprintet. Das Einzige, was wir noch suchen könnten, ist also die Legende nach Timmy, weißt du? Wie, was meinst du, die Legende nach Timmy? Wirklich alle Höhlen abklappern, die wir so kennen, die wir, wo wir noch nicht drin waren, nach Timmy suchen. Weil Timmy muss ja irgendwo da draußen angeblich sein. Wenn der drin wäre im Spiel, ehrlich gesagt, dann muss man den doch schon gefunden haben. Ich hätte ehrlich gesagt in diesem riesen Stahl. Das Spiel ist ja noch nicht mal fertig. Das ist ja immer noch in der Alpha. Deswegen, das wird irgendwann mal kommen. Ich glaube auch noch nicht, dass der vielleicht im Moment überhaupt existiert oder so. Deswegen, der wird noch gar nicht im Spiel drin sein. Weil es gibt ja, glaube ich, auch eine Höhle, da kannst du noch nicht rein, da kommt irgendwas mit Coming Soon oder so ein Scheiß. Wir könnten allerhöchstens noch Krater mal irgendwo. Ja, das ist im Krater ganz unten bei dem Wasser irgendwie. Ja. Ist ja aber auch eine Hauptaufgabe, so tief zu kommen, wie es nur geht. Vielleicht versuchen wir das mal. Du meinst, kommst nicht tief. Könnte ich ja vielleicht gleich mal probieren, wenn wir alle gegessen und gespeichert haben, könnten wir es mal probieren. Also das tiefste, wo ich in dieses Loch reinkam, war bisher Ding. Mittelhöhe. Weil da bin ich durchgegangen. Ich weiß gar nicht, in welcher Höhle das war. Achso, ich bin gerade die Hulde am Füllen. Also wenn ihr welche braucht, müsst ihr euch die da rausnehmen. Ich befülle gerade meinen auch, damit ich nachher noch ein bisschen weiter bauen kann. Bauen ja noch ein paar. Ja, ich helfe dir auch. Weil das wird ja nicht der letzte Baum sein, den wir hier fällen. Weißt du, das ist eine Aufgabe, während der Forest alle Bäume zu fällen, die es gibt. Weil das wäre echt eine Aufgabe, glaube ich. Ja, das würde noch ein paar Let's Plays lang gehen. Also wenn du das ohne zu sterben schaffst, hast du gut was. Also bist du ganz schön lange am Leben. Vor allem, ich glaube, irgendwann hätten die Urmonen auch was dagegen, die ganzen Bäume zu fällen. Glaub, irgendwann würden die sagen, nö, jetzt halt stoppen, nicht weiter. Ja, 5 Holder. Ich hab nochmal einen fast voll den Holder. Hier ist noch ein voller Wagen. Ja, dann nehmen wir den gleich auch noch. Ich hab grad eine so alles im Stand runter davon abgesehen. Vielleicht kann man da ja aber noch eine Plattform hinsetzen und dann noch ein paar andere Häuser da hinsetzen. Oder geht das nicht, dass man so eine Art Luftplattform baut? Ja, doch, das ist alles durchaus möglich, ja. Guck, andere Frage, was baut? Warum baut die da oben jetzt ein Haus? Keine Ahnung, Langeweile, wir wollen irgendwas machen.
Hey, sieht ja voll geil aus. Der geht ja nicht da, aber warum? Keine Ahnung, sieht scheiße aus. Wir können noch weiter daneben alles ausbauen. Wir können auch noch Plattformen neben dran bauen und für jeden, für uns alle ein Haus bauen. Genau. Außerdem hatte ich eigentlich nur Langeweile und wollte irgendwas bauen. So eine Art Megaprojekt. So die Stadt im Himmel, weißt du? Und da kommen. Und da hat man zum Beispiel einen kleinen Vorteil mit diesen vor diesen blöden Molotow-Werfern. Nein, die explodieren auch am Wasser. Ja. Also, wenn die auch was aufs Wasser werfen, explodieren die trotzdem. Das heißt, es muss immer in die Luft fliegen. Aber das Feuer ist weg, ne? Ich schnell einfach mal drei Wagen leer gehen, wenn drei Stück da dran gehen, ne? Ja. Ist so. Wo wird ein leerer Wagen gebraucht? Na, jetzt im Moment nicht, weil es ja dunkel. Ja, lass mal wieder schlafen gehen, oder? Ja, ich bin unterwegs. Hat einer noch zwei Steine? Oh, ich bin tot. Wo bist du? Mich haben hier welche überrascht. Komm mal. Bei mir ist auch einer, aber das halte ich. Junge, bleib doch stehen, renn nicht weg! Beeile mich. Nehme ich eine andere Axt, dann kann ich mitmachen. Ich gehe mal schnell zu dir, Daniel. Ich bin auf dem Weg. Obwohl, das ist ja schon jemand schneller als ich. Alter, hier sind drei. Vier, fünf. Ja, wir sollten nicht schlafen, Leute. Wo bist du, Schatzi? Wir sollten nicht schlafen gehen, das ist am gesündesten. Jo, dann schnell zurück und schlafen gehen, danke. Oh, solange kein Molotow-Werfer kommt, der uns gleich wieder die ganzen Wände einreißt, ne? Ja, deshalb lass lieber schnell pennen gehen, damit wir die auch besser sehen, weil die haben mich gerade wieder voll überrascht, ey. Ja, es regt halt schon auf, wenn die dann alles kaputt machen. Da oben kommen schon wieder Patrouillen, ich bin echt langsam. Lass einfach schnell schlafen. So, ich bin am Zelt. Ah, schlafen können wir noch gar nicht. Doch, ich kann schlafen. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ah, ich kann als einziger schlafen. Also, ihr haltet Wache, ich geh pennen. Alles klar. Ihr könnt auch schon mal abspeichern. Ich setz mich hin. Ruhe mich ein bisschen aus. Bringen die Molotovs eigentlich was gegen die Bäume? Nein. Nö. Gegen Bäume nicht, da brauchst du halt Bombenwirkung. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 15 Minuten nach 3. Viertel nach 11. Gerade mal. Die Nacht ist noch lang. Ich höre da schon wieder einen Penner. Jede Menge höre ich hier. Kann immer noch nicht schlafen. Mann, die treten schon mehr gegen unsere Wände. Meiner hat zu viel Energy gesoffen, der kann nicht schlafen. Oh, da ist einer. Komm her! Auf den Krawall zu machen und komm mal her. Ich höre einen großen Mutant, einen. Ein Kannibalen, also so ein klein. Einen habe ich mit reingenommen. Ein Schreitroller. Eine Schreitroller. Oh, hier draußen sind jede Menge. Oh ja. Ich komme. Ich versuche mal was anderes. Ich habe den einmal einen. Hier ist echt jede Menge. Mach mich nie an. Ich kämpfe gerade gegen zwei. Hinter dir? Nimm die jetzt damit rein. Bringt das eigentlich wirklich was, wenn wir die mit reinnehmen und da verbrennen, außer dass wir Sticks bei uns kriegen? Weil ich weiß nicht wirklich. Also, es macht keinen Unterschied. Es kommt halt drauf an, wie lange man lebt. Hier sind auch viele schon tot. Hier sind mindestens 6 Stück. Dann komm ich mal. Boah, ich will mein Katana wieder an, dann kann ich besser kämpfen. Ich will nicht sagen, aber ich möchte nicht sterben, ne? Ja. Aber wo bist du? Ich seh dich nicht. Ach, Schattenwolf, da bist du. Oh, scheiße. Hier sind so viele. Oh.
Alter. Hätte ich auch sagen können, dass da viele sind. Ja, warum sagst du es denn nicht? Habe ich doch gesagt, dass da so viele sind. Mindestens 6 Stück habe ich doch gesagt. Habe ich nicht gehört. Sorry. Kann ich das mein Fehler? Ich bin tot. Oh nein. Day survived 8. Ich kann dich aber wiederbeleben. Ich hätte dich wiederbeleben können. Nein, ich stand auch direkt neben dir. Ich konnte dich aber. Ich habe aber meinen. Kann mich irgendwie vom Flugzeug abholen, weil es wie verdammt hart. Ja, warte, ich komm vor. Wei. Du hast mir auch geholfen mit dem Baum. Dann helfe ich dir jetzt auch. Komm, ich bin unterwegs. Dankeschön. Hast du dir die Axt schon geholt? Ja. Gut. Hier liegen so viele Leichen. Ich hab keinen Bock, die jetzt alle reinzutragen. Ich werde ja jetzt alle auf einen Haufen sind. Warte kurz, ich nehme jetzt schnell einen Stick und mach mir eine Art Fackel. Ich renne mal zu euch los. Ja, mach mal. Ich habe schon sofort welche höher, weil ich am Ureinwohnerdorf bin, ey. Schönes Feuer, was hat? Ja, zumal ich habe mir hier gerade Essen reingelegt. Achso, sorry. Ich will nicht. Sorry, Schatzi. Ich bin unterwegs, ja. Ich möchte euch ja keine Angst machen, aber am Haupturmwunderdorf in der Mitte hier macht 3 Muschikläuse, ne? Ach, um den Baum herum und macht irgendwelche Tanzbewegungen. Alter, sieht das krank aus. Soll ich mit der Flairgun draufballen gleich? Ne, ich bin gleich bei dir, also ich bin gleich bei euch. Also kannst du mir höchstens ein bisschen entgegenkommen, ich hab grad richtig Angst. Ey, ich bin schon fast bei, ich lauf schon die ganze Zeit auf dich zu. Weißt du, wir haben so viele Leichen, ne? Wieso hängen wir nicht mal Wasser an Essen auf? Ja, Essen wird langsam knapp, ne? Hi. Eben, komm, lass schnell nach Hause gehen. Okay, dann lass schlafen. Ja. Und der Forest ist eigentlich voll friedlich ohne diese ganzen 10 Milliarden Ureinwohner. Ich kann nicht rennen. Was ich mich halt frage, wie viele musst du töten, damit es endlich mal auf? Gar nicht, die spawnen endlich. Ja, ist mir schon klar, aber... Aber also Mutanten... Auf einer Insel können da unendlich viele Mutanten leben. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber das ist gleich widerlich. Also ich schlafe. Ja, und die schlafen miteinander. Deswegen sind da wahrscheinlich so viele da. Ja, die, könnt ihr da irgendwo schlafen? Ja, wir sind gleich da bei euch. Also. Wir sehen das schon. Leute, ich verhungere. Ich verdurste. Ich habe keine Energie mehr. Ja. Ich schlepp mich mit meiner letzten Lebenskraft zu euch ins Lager zurück. Komm, Mexikaner, renn. Ja, ich renn doch schon. langsam sterben die Schwarzen hier. Ich komme. Ich bin beim Lager. Warte kurz, ich esse schnell was. Ess lieber nichts, erst schlafen, weil dein Durst und dein Hunger gehen wieder hoch, wenn du aufstehst. Danach okay. Erst essen. Ey, wo ist mein Rucksack hin? Ach, der steht da hinten. Einer noch? Ja, ich weiß, ich komme. Ich wollte ganz normal Rucksack holen. Achso. Weil ich habe keine Lust, dass irgendwie die spawnt, eventuell der Forest Park oder so. Ah, meine Items. Ich fühle mich gerade ein bisschen sicher. So. Meine Kleinigkeit essen hier. Oh, wie viele Bones hier schon wieder liegen. Wir haben auch gerade einfach mal alle. haben wir da nichts irgendwo, wo wir die Knochen reinpacken können? Doch, haben wir. Daneben am Tor, aber das ist. Aber halt das ist schon fast voll. Alles. Hallo? Ja, denn neues Bone oder so. Ja, das kostet aber 25 Sticks. Ja, die Stickies sind da keine Probleme. Aber die kosten Geld. Und Zeit und Kraft. Also eins muss man sagen, wir haben echt viel geklopft, wenn wir schon, also einer meinte doch, dass in eins von denen mindestens 50 von den Dingern reinkommen, oder? 50 oder 60, ja. Und wenn wir jetzt fast voll sind, dann haben wir ganz schön geklopft schon, ne? Ist so. Der eine ist ja komplett voll. Also Leute, wir müssen langsam echt jagen gehen, ne? Oh ja. Das ist wieder echt, wir können auch echt beide und so dran hängen. Wir bekommen zwar einmal kurz Schaden, aber trotzdem. Ja, weil das wird auch langsam echt widerlich. Ja, nein, ist doch voll egal. Ja, man muss aber auch sagen, hier der Spot, wo wir sind, ist halt ziemlich. Wie soll ich sagen?